Wie viel Geld haben wir jetzt? 10.000. Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn man sich einen Kredit aufnehmen will, man schon so ungefähr 20.000 Euro haben sollte. Warte mal, Karriereentwicklung, Fähigkeiten. Wir gucken jetzt nochmal nach dem ADR-Schein. Wie geht das denn? Verlangt nach gut also verwendet eine hart erarbeitete, um folgende ADR-Zertifikate, ach, zu erwerben. Ja, stimmt. Was nehmen wir denn eigentlich? Entflammbare Gase hört sich doch geil an. Acetylen oder Wasserstoff? Benzin wäre auch cool. Hier bei Klasse 3. Ich würde sagen, wir fahren mal Benzin, oder? Ich meine, Tankstellen gibt da in jeder Ecke. Ätzende Stoffe wäre auch fett. Ne, Klasse 3 hätte ich gerne. Wo macht man denn das? ADR-Lehrgang. Wie zum Beispiel Dynamit, Feuerwerkskörper oder Munition. Oh, Munition fahren wäre natürlich auch fett. Habe ich jetzt hier Explosives freigeschaltet? Wahrscheinlich fehlt mir noch die nötige Erfahrung, um die Sachen fahren zu dürfen. Beziehungsweise das geht wahrscheinlich nur mit dem eigenen LKW. Was sagt denn der LKW-Händler überhaupt? Online konnte ich ja nicht nachgucken. Da ist Iveco, da ist MAN. Das sind alle. Boah, Frankfurt ist wohl die LKW, also die Zugmaschinenhochburg. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja einen Auftrag nach Frankfurt. Das wäre fett. Wo wir starten, scheint ja egal zu sein. Dortmund, Metz, Luxemburg, Hannover, Köln, Osnabrück. Nee, in Osnabrück immer nicht. Das ist die entgegengesetzte Richtung. Düsseldorf, naja. Dortmund, Kassel nach Duisburg. Ach komm, fahren wir mal nach Duisburg. Wir sind ja sowieso gerade in Kassel. Was zahlen die denn? 13,36 Euro pro Kilometer, so wenig. Da, Lüttich nach Duisburg. Können wir mal testen, was ist denn, wenn wir das jetzt annehmen? Starten wir dann direkt in Lüttich. Ich gehe mal davon aus. Dumm. Und schon sitzen wir im LKW in Lüttich, in einem DAF. Ach, Majestic ist übrigens Mercedes-Benz. Das wusste ich nicht, das habe ich nachgelesen. Beziehungsweise habt ihr ja auch in den Kommentaren teilweise geschrieben. Ah, was haben wir denn da? Das ist ein, hier. Ach, wie war das noch? Ich hab das mit den Toy wieder vergessen. Ich weiß das alle nicht mehr. Auf jeden Fall ein Container. Motor an. Dann checken wir mal eben, wie lange ich überhaupt noch fahren kann. Ach, nächste Pause in 10 Stunden. Ich komme auch jedes Mal ausgeruht an. Das heißt, dieser ganze Kladatsch hier oben ist erst, wenn ich einen eigenen LKW habe. Wie viel kriegen wir denn? 3.500. Das heißt, wir machen nur ungefähr 2 Touren, dann nehmen wir einen Kredit auf und dann heizen wir mit unserem eigenen LKW durch die Gegend. Würde ich mal so sagen. Mach mal Licht an. Was ist denn das hier? Eine Säge. Nicht Sägerei. Holzfabrik. So, muss reichen. Muss mal gucken, ob wir hier rumkommen. Alter Schwede, ist das eng. Ah, passt. Wow, aber knapp. Der LKW ist jetzt ein bisschen länger, wa? Ah, da ist der Mond. Wie romantisch. So, wir müssen Vorfahrt achten. Das finde ich ja frech. Oh, wenigstens mal ein halbwegs vernünftiger Blick. Oh, was sagt die Hupe? Oh, fahr, da hinten kommt ein LKW. Fahr. Das war aber knapp mit dem Auflieger. Finde ich cool, dass die Schilder hier alle beleuchtet sind. Das kenne ich eigentlich so nicht. Naja.
Also, wir müssen natürlich. Wo fahren wir überhaupt hin? Das habe ich schon wieder vergessen. Egal, wir folgen dem Navi. Navi weiß, wo es hingeht. Ach, wir fahren nach Duisburg, ne? Ja, stimmt. Oh, komm da rum. Sehr schön. Schneller! Oh Mann, jetzt schaltet er es runter. Das hätte ich ja schon vorher gemacht. Go, go! 39 km/h ist ein bisschen wenig. Welcher Spiegel ist das denn hier überhaupt? Der rechte? Ja. Eigentlich hätten die noch einführen müssen, dass wenn man Unfälle baut oder also ein Quatsch wieder Erfahrung abgezogen kriegt, damit man nicht so attraktiv für die Speditionen wird. Oh, nee, da will ich nicht hin. Hätte ich mir zwar schon ein paar Mal selbst ins Bein geschossen, wäre aber eigentlich mal eine Konsequenz. Du kannst nicht vorbei. Schade, ich dachte, ich könnte einen Unfall provozieren, dann kriege ich die 400 Euro. Oh. Tank ist voll, müde bin ich sowieso nicht. Wann kommen wir an? Oh, 2:30. Okay. Oh, jetzt wird aber ziemlich dunkel. Haha. Oh. Da habe ich fast wieder Mist gebaut. Ja, nachts um 23 Uhr müssen die Straßen ja wohl komplett frei sein. ...89, 90... Tempomat. Was hat der denn da transportiert? Cool. Ich habe gelesen, wenn man hochwertige Fracht hier transportieren kann, dann kann man auch Bagger und so einen Kram fahren und Radlader. Da hätte ich ja mal Bock drauf. Nicht immer nur die Kisten hinten drauf haben. Und ich will explosive Stoffe fahren. Das ist ja wohl klar. Da oben ist sogar der Funk. Hab ich noch gar nicht gesehen. Tütüt. Nee, 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 du kommst nicht vorbei. Wir fahren jetzt einfach mal quer über die Bahn. Blockieren den ganzen Verkehr. Du kommst auch nicht vorbei. Ach ja, 2 Stunden Autobahn fahren jetzt, oder was? Komm Junge, überhol mich. Ist das hier eine Brücke? Scheinbar. Ich weiß auch nicht worüber. Ach ja. Ach, da unten ist ja auch das Navi. Oh, wir müssen gleich abfahren. Wieso müssen wir denn hier abfahren, wenn da hinten nach Düsseldorf geht? Ich will doch nicht über Köln fahren. Naja, Navi hat immer recht. Ach, ich habe Vorfahrt. Ja, dann. Oh, oh. Das war ein bisschen weit. Komm, fahr. Ja, ich bin ja noch Berufsanfänger. So viel Gefahr mich ja noch nicht. Vorfahrt achten. Kein Spinner links, kein Spinner rechts. Alles klar.
Die Ansicht ist irgendwie seltsam. Vor allen Dingen sieht man nicht, wann eine Kurve kommt. Achtung, Ampel voraus! Oh oh, ich gerade ins Schlittern. Nichts passiert. Ich habe schon gedacht, mein Anhänger fällt gleich um. Gogo, ich will meinen eigenen LKW. Nicht immer nur die geliehene Kacke da. Da fällt mir ein. Hier, ich habe ja jetzt ein neues Handy. Haben wir eigentlich mehr iPhone oder mehr Android-Zuschauer? Oder Windows Phone? Damit habe ich mich eigentlich noch gar nicht beschäftigt, aber irgendwie, weiß ich nicht, Windows Phone. Hm. Können die was? Die haben halt wahrscheinlich auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich auf jeden Fall, ne? Werden die wohl nicht das App-Angebot haben wie Android und Apple. Und da gilt dann auch wieder der Spruch, was der Junge nicht kennt, hat Fridde nicht. Vorher Android gehabt, dann habe ich lieber mal wieder Android genommen. Ja, habt ihr eher iPhones oder gar keine Handys? Boah, das hatte ich ja auch ganz lange. Ich weiß noch damals, als das mit der Handywelle losging. Ich habe, glaube ich, mein erstes Handy erst mit 18 oder so geholt. Weil ich immer ganz oft gesagt habe, ich bin entweder in der Schule oder unterwegs mit den Leuten, mit denen ich sowieso irgendwas machen will. Oder zu Hause. Da brauchte ich ganz, ganz lange kein Handy. Zumindest habe ich mich dagegen gewehrt. Oh, oh, bremsen, 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 bremsen. Sehr gut. Jetzt fahren wir über die Landstraße nach Duisburg, okay. Ich weiß gar nicht, was mein erstes Handy war. Nokia. Was waren da? 3210? Halt diese geilen Bollermänner, die für die Ewigkeit gebaut wurden. Wo man Wände mit abreißen kann. Transinet! Ja, du wirst gleich erstmal überholt, mein Freund. Keiner ist schneller als ich. Sobald ich denn mal schnell fahre. Gleich müssen wir links abbiegen, da müssen wir schnell wieder auf die rechte Spur. Was ist das denn hier? Achtung, Achtung. Baustelle. Okay. Hab ich auch noch gar nicht gesehen. Stimmt, deutsche Autobahn, das Land der Baustellen. Hab noch keine Baustelle gesehen. Ach stimmt, wir sind ja auch auf Landstraße. Bei Landstraßen gilt das gleiche. Die kriegen wir noch. Oh fuck. Ja, sag ich doch. War doch grün. Hat doch jeder gesehen, ne? Jetzt habe ich keine Strafe gekriegt. Naja, das ist mal Gerechtigkeit. Zweimal, bin ich einfach mal so gecatcht worden, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Dann darf ich jetzt auch einmal über Rot fahren. Also der Motor könnte echt ein bisschen lauter sein. Ich meine, ich habe das Spiel zwar leise gestellt, aber... So, die Lautstärke könnt ihr gerne haben. Wow. Wow. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen schnell. Ah, da müssen wir sowieso abbiegen. Nein. Geschickt ausgewichen, würde ich sagen. Oh oh. Ah, der Fracht passiert schon nichts. Ich sollte auf jeden Fall explosive Stoffe fahren. Das kann nur gut gehen. Bin gespannt, ob das Ding dann auch explodieren kann, wenn ich einen Autounfall baue. Würde ich gerne mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, was ich momentan fahre. Was fahre ich eigentlich gerade? Ach, Spanplatten. Ach, guck mal an. Ja, stimmt. Deswegen war ich am Sägewerk. Boah, das macht alles so Sinn. Sägewerk hieß das Wort, was ich gesucht habe. Mein Gott. Ah, das hat alte Gehirn. Lässt manchmal nach.
Oh oh. Ja, wenn der da im Stau steht, einfach mal. Komm schon! Rum, 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 rum! Jawohl, eiskalt. Top erledigt, würde ich sagen. Warten ist für Anfänger. Wer bremst, verliert. Ne, wie war das? Wer später bremst, ist länger schnell. Oh Mann. Obwohl mir das schon ein paar Mal zum Verhängnis geworden ist. Parken brauche ich nicht. Bin in 5 Minuten da. Quasi da hinten müsste das sein. Duisburg, ja. Schade, ich wäre mal gerne über die Autobahn gefahren. Ich hätte gerne mal gewusst, ob wenn man dann wie bei der A59 diesen hässlichen Güterbahnhof von Duisburg sieht und diese geile Skyline, die Duisburg nicht hat. Duisburg ist schon hässlich. Das ganze Ruhrgebiet ist eigentlich hässlich. Will da niemandem zu nahe treten, aber Leute, das ist die Realität. So, wo muss ich denn hin? Da vorne muss das da sein. Ups. Hat keiner gesehen. Da war das Schild schuld. Was steht da doch unbedingt da, wo ich hin will? Juhu! Bombe! Jetzt werden wir Level 2. Aber geil. Was machen wir denn da? Hochwertige Fracht, das nehmen wir auf jeden Fall. Zack. So. Karriereentwicklung. Guck dir an, was ich für eine steile Karriere hinlege. Leck mir am Arsch. Ach, die Musik. Ich genieße gerade diese Musik. Naja. 16 Stunden Spielzeit. What? Ach so, in-game. 1 Stunde 18. Ich wollte schon sagen. Ja, Freunde, dann werden wir mal speichern. Ich muss ja meine Ruhepausen einhalten, ne? Na, 16 Stunden sollte ich mal schlafen gehen. Ich danke fürs Zuschauen. Morgen gibt es dann wieder eine neue Folge, wenn ich wieder irgendwas zu erzählen habe. Macht es gut.